Ahoi Männer und schön, dass ihr dabei seid bei einer weiteren Folge U-Boat hier bei den Junkie Monkeys. Ich bin der Midway und wir sind auf dem Rückweg eigentlich Richtung Heimat, habe ich gedacht, wollte nochmal einen Abstecher nach England machen. Aber wir haben jetzt gerade Meldung gekriegt, dass wir ein Schiff entdeckt haben. Und da werden wir doch gleich mal schauen, was wir da haben. Und zwar haben wir hier Schornsteinrauch entdeckt. Der Opa Hans hat das gerade rausgehauen. Ich würde mal sagen, wir fahren da mal hin. Wir beschleunigen mal. Treibstoff sieht eigentlich ganz gut aus. Mittlerweile haben wir den 11. Mai 1942 und wir sind schon 77 Tage auf See. So, dann schauen wir doch mal, was wir da haben. Vielleicht ist da ja was dabei für uns, was uns jetzt gleich glücklich macht. Wir haben mir den Arsch voll noch mit Aalen. So. Ja, hallo. Aber erstmal werden wir jetzt schnell das Radio ausschalten. Ja, hallo. Und dann werden wir mal schnell auf Rotlicht gehen, dass sie da oben besser sehen können. Und dann werde ich mit dir nochmal schnell nach hinten zwecken, weil mich das mal interessiert, wie unsere Luftgefäße aussehen. Ja, die Maschinen laufen volle Pulle. Hier ist aber alles in Ordnung. So. Vago, dann gehen wir mal bitte in die Ruhepause. Dann schauen wir doch jetzt gleich mal, was wir hier finden. Was haben wir denn hier? Ein Frachter. Schau mal an. Dann würde ich doch glatt mal behaupten. Kleine Fahrt. Kapitän. Torpedokurs berechnen. Berechne mal den Torpedokurs, weil ich weiß gerade gar nicht mehr, was wir noch an Deckgeschützmunition haben. Das müssen wir mal schnell checken. Ansonsten gehen wir da nämlich jetzt gleich mit dem Deckgeschütz ran. Die Moral ist auch echt schon kritisch, weil wir schon so lange unterwegs sind. Aber da haben wir. Dann würde ich doch gleich mal behaupten. Kurs auf diese Koordinaten. Attacke. So, das Ghetto. So, treib mal die Maschine an. Und du gehst mal ein Käffchen trinken. Aale haben wir ja noch jede Menge. Aber dafür brauchen wir kein Aal verschwenden. Aale kosten Geld. So, dann würde ich mal sagen, du gehst jetzt erstmal ans Deckgeschütz. Zu Befehl. Jawohl. Nimmst dir mal ein paar Heinzen mit. Und dann schauen wir mal, was wir da jetzt gleich noch ergattern. Da vorne ist er schon. Und in der Zwischenzeit, wo wir da hinfahren, gucken wir mal schnell nach der Forschung. Wir haben nämlich jetzt das Funk... Messbeobachtungsgerät Tunis 4 haben wir jetzt schon freigeschaltet. Ne? So, akzeptieren und mal gucken, was können wir denn jetzt hier noch... Oha, das ist aber mager. Luftaufklärung können wir mal machen. Felix Sommer, akzeptieren. Und den Militärvorrat haben wir auch abgeschlossen, aber jetzt können wir gar nichts mehr forschen. Deswegen ist mein Plan... Weil ich plane nämlich eventuell ins Mittelmeer zu gehen. Dann werde ich schon mal eine Seekuh verschieben dahin. Das macht der Max. So. Aber wir sind da noch nicht mehr zu Hause. Aber wir planen schon mal in die Richtung. Das ist so unser Ziel. Dass wir dann vielleicht dann mal da hinkommen. So. Dann fahren wir doch mal ran an die Kiste. Und werden denen mal zeigen, wer hier der Chef ist. Herr Kaloy. So, jetzt wissen sie auch, wo wir sind. Das ist doch schon mal nicht schlecht. Wir werden den ein bisschen anschießen. Und mal gucken, was der so an Bord hat. Wenn wir das hinkriegen, ne? So, fahren wir erstmal in die Richtung. Und dann Kursänderung.
Kapitän? Und du feuerst schon mal drauf. Feuer! So ein kleiner zwischendurch ist nicht verkehrt. Achtung! Na, dann machen wir mal ein Foto von. Ganz schnell. Und zack, Fotosession. Haben wir. So, wir drehen jetzt ja erstmal den Kran und du hältst noch mal ein bisschen drauf da. Lisghetto, gib dem den Rest. Ich weiß, alle müde, alle kaputt, aber wir müssen. Den schnappen wir uns noch. Feuer an Deck. Okay, das sieht schon mal gut aus. Ah, der brennt nur. Wie wär's denn, wenn du mal evakuierst, mein Freund? Das Feuer hat er gelöscht. Aber dich holen wir uns noch weg. Einen kriegst du noch. Vielleicht einen zweiten noch und dann schauen wir mal, was er jetzt sagt. Oh, der will auch nicht. Donald Roach, der will auch nicht kapitulieren. Jetzt evakuieren. Ah, jetzt geht er unter. Der sollte doch gar nicht untergehen. Oder? Bleibt er stehen? Ja, könnte klappen. Alle Maschinen stopp. Okay, er hängt da fest. Dann werden wir doch mal den Frachter inspizieren. So, wir schicken unseren heißgeliebten Pershing darüber. So, Pershing. Schauen wir mal, was die so an Bord haben. Betreten wir mal das Deckhaus. Dann gehen wir in den Maschinenraum. Und dann gehen wir mal zum Frachtraum. Und dann durchsuchen wir mal den Frachtraum. Macht er. Frachtraum durchsuchen. Das sollten wir vielleicht mal vorspulen. Das dauert das ja ewig und 3 Tage. So, mal schauen, was der da jetzt gleich hat für uns. So, sehen wir uns mal die Transportgüter. Oh. 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 Na gut, wir haben ja Platz. Wir packen mal was ein. Das können wir notfalls gut verkaufen. Ne? So, dann gehen wir mal ganz kurz zum Boot zurück. Kapitän? Komm mal raus da. Mein Freund, wir schmeißen den Rest mal in die Kombüse. Vielleicht kriegen wir noch ein bisschen mehr mit. So, kann ich hier noch was reinpacken? Sieht schlecht aus. Vielleicht kriege ich die Brote? Nee, kriege ich nicht mehr rein. Na gut, okay. Ja, wir könnten jetzt ja rein theoretisch gesehen was über Bord werfen, aber das ist mir so ein bisschen verschwenderisch. Deswegen lassen wir das jetzt mal. So. Sind hier noch Gefangene? Rettungsboot? Die nehmen wir mal an Bord. Das gibt Kohle. Eins nehmen wir. So, das andere Rettungsboot. 3 Plätze haben wir noch. Nehmen wir mit. Die nehmen wir mit. So, dann schauen wir mal. Dann gehen wir zurück zum Maschinenraum und dann werden wir die Kiste mal in die Luft sprengen. Wir haben ihn. Sie sinken. Und weg ist der Kahn.
Sehr gut. So. Dann würde ich sagen, Bitmore, du gehst weiter und wir gehen auf kleine Fahrt und fahren hier mal ein bisschen weg. Wir haben jetzt ja ein bisschen was reingeholt. Und dann werden wir mal schauen, ob wir hier noch was finden. Kurs setzen. In England. Bei England. So, siehst du, Funkbericht gleich verschicken. Wir haben ja eigentlich auch noch jede Menge Treibstoff. Dann gehen wir mal ein bisschen schneller ran. So. Passt dann. Jetzt können wir wieder auf kleine Fahrt gehen. Und dann beschleunigen wir das mal. Zeit für eine Pause. Melde mich zum Dienst. So, und jetzt, wie tief haben wir das denn hier? 33 Meter. Ah, nee. Wir werden jetzt mal runtergehen und hören uns mal um, ob hier irgendwas noch in der Nähe ist. Wechseln auf E-Motor. Tanks anladen. Nichts zu finden. Wechseln auf Dieselmotor. So, Seewache auf Brücke. Und dann fahren wir weiter. Boah, was für ein scheiß Wetter hier schon wieder. Na, da könnt ihr auch nichts sehen bei dem Wetter. Na gut, wir fahren trotzdem weiter. Irgendwann muss es ja mal aufhören. Mal schauen, was wir hier so finden. Zeit für eine Pause. Ja, niedrige Disziplin, ich weiß. Oh, Schornsteinrauch. Da haben wir doch wieder was. Da werden wir doch mal, ne? Alle Maschinen AK, den schnappen wir uns. Was ist hier los? Geringe Navigation? Das Ghetto? Mach dich mal nützlich. Das kann ja nicht sein. Dann verfolgen wir den mal. Den schnappen wir uns. So, verschick das mal. Mal gucken, was wir jetzt hier finden. Ziemlich viele Kleine hier unterwegs. Vor allen Dingen Einzelfahrer, was mich sehr wundert eigentlich. So. Was haben wir denn hier? Alarm! Auf Gefechtsstation! Unbekannt. Kann doch gar nicht sein. So. Fahr mal ran an den. Zu Befehl. Gesehen hat er uns noch nicht. Noch nicht. Oh, 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 oh. Eingehen. Was ist das für ein Schiff? Herr Kaloy. Fangen die Nachricht mal ab. Herr Kaloy. Und das Ghetto ans Deckgeschütz. Der macht so eine Panik. Der hat irgendwas zu verbergen. Und das werden wir jetzt herausfinden, Freunde der Nacht. So, mal schauen, was er hat. Unter Beschuss. Du bist doch noch gar nicht unter Beschuss. Noch nicht. Legen Sie den Kurs an. So. Langsame Fahrt. Kapitän. Und Feuer. Jetzt bist du unter Beschuss, mein Freund. Jetzt bist du unter Beschuss. Achtung! So, ihr schießt da mal drauf und wir finden mal heraus, warum keiner auf Brücke ist. Was ist denn das für einer? Es sieht mir nach einem.
für einer? Das ist eine Dell-Klasse, okay. Der eine Skeletto haut den weg. Oh, jetzt kann Herr Kaloy? Ich will nochmal drauf schießen. Achtung! Oh. Wird doch. Herr Kaloy? Triffst aber nicht so gut, mein Freund. Ja, ich auch nicht. Jetzt! Der hat gesessen. Das war ein Wasserplatscher. Der hat getroffen. Jawohl! Achtung! Erstmal Feuer einstellen. Das war's. Der geht abwärts. Hüllenbruch, Sie sinken! Gleich Funkbericht verschicken. Alter Schwede. Was für ein Feuerwerk. Was für ein Feuerwerk, Leute. Ja, an Bord nehmen können wir keinen mehr. Dann fahren wir doch jetzt hier mal schnell weg. Wir fahren mal ein bisschen rein hier. Schornsteinrauch, der nächste gleich. Schauen wir doch mal, was da ist. Schneller, schneller! Das wollen wir uns doch nicht entgehen lassen. Hier gibt's ordentlich was zu versenken an der Küste. Und irgendwie Flugzeuge gleich null. Dann können wir ein bisschen Punkte machen. Was haben wir da? Ach, so ein Klein. Ein Schweden. Na, okay. Ne. Kurs auf diese Koordinaten setzen. Wir mögen die Schweden sowieso nicht, haben wir festbestellt. Kurs auf Dann werden wir den noch mal kontrollieren. Setzen. Der fährt aber flott. Schneller, schneller! So, kleine Fahrt. Und dann schauen wir uns den mal an. Haltet mal an. Riesenkommando. Wir schicken Pershing wieder rüber. Untersuchen wir den mal, was der Schwede so an Bord hat. Okay, fragen Sie nach den Frachtpapieren. Okay, wir bestellen mal eine Behauptung auf. Mal schauen, was Sie dazu sagen. Sie werden versuchen, die Echtheit der Dokumente... Okay. Okay, der gibt zu, dass die Dokumente gefälscht sind. Er fährt sogar unter falscher Flagge. Er schmuggelt Waren für die Alliierten. Okay, wir schauen uns mal den Frachtraum an. Ich will wissen, was die schmuggeln. Das interessiert mich jetzt so ein bisschen. Und wenn, dann werden wir den dann gleich wegklatschen, ne? Würde ich mal behaupten. Das dauert aber lange, alter Schwede. Was hat denn der an Bord? Atombomben?
Kann ja nicht sein. Dauert und dauert und dauert und dauert. Ein Schwede unter falscher Flagge. Mein Gott. So, weiter. Und dann Anzeigen der Transportgüter. Oh, Futter. Der bringt Nahrung nach England. Der bringt Nahrung nach England. Okay. Okay, ich würde mal sagen, wir befehlen mal, das Schiff zu evakuieren. Und dann gehen wir mal in den Maschinenraum. Wo es ganz schön möhmt. Wo ist denn der Frachter jetzt? Da hinten abgeblieben. Wo es ganz schön möhmt hier, der falsche Schwede. Und dann würde ich sagen... Sprengen wir die Kiste mal in die Luft. Das war's. Gibt kein Essen für die Engländer. So, das verschicken wir gleich. Dann wieder kleine Fahrt. Und dann sehen wir zu, dass wir hier wegkommen. Legen Sie den Kurs an. Wir wollten ja hier nochmal so ein bisschen reinfahren. Und das werden wir auch machen. Ach, das sind die Verreckten. Die Verreckten, ja, die Verreckten. Okay. Hier scheint nichts los zu sein. Geh mal auf AK, dass wir hier ein bisschen besser wegkommen. Jetzt sieht das schon wieder anders aus. Zeit für eine Pause. Das Ghetto. Jawohl, Herr Kaloy. Geh mal in die Kursbestimmung, mein Freund. Was ist denn hier los? Was ist denn hier los? Oha. Stürmchen. Das schaukelt aber auch der Kahn. Na gut. Okay. Dann werden wir mal schauen, dass wir den Sturm abwarten und machen in der nächsten Folge weiter. Ich hoffe natürlich, die Folge hat euch gefallen. Wenn ja, lasst mir einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke, wenn ihr in Zukunft nichts mehr von U-Boat verpassen wollt. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen, sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.